Mit all seiner Kraft stemmt sich dieser Mann in Tabua gegen den Sturm. Der Zyklon Evan droht, das Dach seines Hauses auf den Fidschi-Inseln fortzureißen. Der Südsee-Archipel wurde am Montag von dem tropischen Wirbelsturm getroffen. Es ist der größte Zyklon seit 20 Jahren. In der vergangenen Woche hatte er schon die Insel Samoa verwüstet. Er ist sehr stark. 100%, sagt dieser Mann. So wie hier in Tavua versuchten die Menschen überall zu retten, was zu retten ist. Auf der Ferieninsel Denarau wurden die Fenster von Hotels aus Angst vor Glasbruch verklebt. Touristen suchten drinnen Schutz. Flüge wurden gestrichen. Rund 2000 Urlauber sitzen in dem Südseeinselstaat fest. Banken wurden geschlossen. Aus Angst vor abgerissenen Überlandleitungen wurde vielerorts der Strom abgestellt. Behörden zufolge suchten tausende Menschen in Notunterkünften Schutz. Der Wetterdienst von Fidschi rechnet damit, dass Evan viele Stunden über der Inselgruppe hängen und schwere Überschwemmungen mit sich bringen wird. Das Auge des Wirbelsturms bewegt sich mit 18 Kilometern pro Stunde nur langsam voran. Die Windböen des Zyklons der Stufe 4 sind dafür umso schneller. Die Meteorologen rechnen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 270 Stundenkilometern.